Ja, wie cool ist das denn? Pizza für Hühner. Verena und ich, wir grüßen euch ganz lieb aus Tirol. Wir haben für euch heute mal ein ganz kurzes Video, in dem es Melonenpizza für Mensch und Tier gibt. Melonenpizza war dieses Jahr ja vor allem als Nachspeise bei Grillpartys ziemlich im Trend, aber auch den Hühnern schmeckt Wassermelone und darum zeigen wir euch eine Variante der Melonenpizza, wo sie auch für die Hühner geeignet ist. Ihr schneidet wie immer einfach Wassermelone in Scheiben. Achtung, nichts für Kinder, Achtung, nicht in die Finger schneiden. Und diese Melonenscheiben belegt ihr dann mit verschiedensten Dingen. Für Hühner achtet ihr darauf, dass Milchprodukte wie Mozzarella oder Naturjoghurt möglichst salzarm sind und frei von Zusatzstoffen. Wenn ihr klein gehackte Trauben drauf gebt, sollten die kernarm sein. Mangold und andere Heilkräuter könnt ihr natürlich auch verwenden. Mangold kann man da zum Beispiel ein bisschen andünsten. Und was dann auch noch bei den Hühnern sehr beliebt ist, ist, wenn das Ganze noch mit Körnern, wie zum Beispiel hier geschälten Sonnenblumenkernen, bestreut und garniert wird. Ja, crazy. Ja? Magst du das? Na, von mir nicht, gell? Lieber dann mit Pizza. Ja, und weil diese Melonenpizzen dann einfach auch sehr cool aussehen, sehr farbenfroh und schön fürs menschliche Auge, empfehle ich euch, wenn ihr einen Instagram-Account habt, macht auch Fotos davon und Videos und postet es auf Insta. Nach meinen Erfahrungen gehen solche Videos mit Wassermelone und Hühnern momentan total viral, aber das liegt sicher auch daran, dass sie wahrscheinlich die letzte große Hitzewelle dieses Jahres haben. Auch Verenas Hühner sind erst ein bisschen skeptisch, aber stürzen sich dann zuerst auf den Mozzarella und auf die Sonnenblumenkerne. Und naja, ich sag mal, so eine halbe Stunde später ist da nicht mehr viel übrig. Zu viel Wassermelone sollte das einzelne Huhn übrigens nicht zu sich nehmen, darum ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, die Melone in scheibenweise zu verfüttern, anstatt eine ganze Melone ins Gehege zu werfen, denn ja eben, es führt ein bisschen zu Durchfall, obwohl es die Hühner eben sehr gerne mögen. Auch Wassermelonen gibt es übrigens kernarm und die sollte man dann für die Hühnerfütterung bevorzugen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr so postet. Markiert mich gerne auch auf Instagram, wenn ihr das Rezept nachmachen möchtet. Unter happy.huhn findet ihr mich dort. Ja, und ansonsten kommt noch gut über diesen Sommer. Ich hoffe, überall regnet es wieder ein bisschen ausgeglichener und mehr, dass die Dürren langsam vorbeigehen. Bleibt den Hühnern treu, macht's gut und bis bald. Euer Robert und eure Verena.